Wenn die Weisheitszähne nächste Week gezogen. Na, normalerweise ist das, also das kann sehr unangenehm sein halt. Ich hoffe, es werden nicht alle auf einmal gezogen, weil das kann, glaube ich, relativ übel sein. Wenn dann Blut aus dem Mund spritzt, ne, überall hin, das ist normal, ne, denkt ihr da nichts bei. Na, es kommen immer auch nicht alle raus wieder aus dem Arztzimmer, ne. Who is that Pokémon? No way for you! 4 Jahre Pause gehabt und jetzt wieder zurück. Ist hart. Ich habe von vielen gehört, dass dieser Einstieg, wenn du von null wieder anfängst, extrem hart sein soll. 2 Monate, 6 Monate, boah. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele Leute, die climben bis Gold und dann war es das für die mit der Season. Da kenne ich tatsächlich eine Menge Leute, die das machen. Weil die wollen einfach nur diesen Belohnungsskin haben und die wollen sich jedes Mal diesen Goldgrind geben und dann ist vorbei. TFT, okay. TFT hat, glaube ich, auch super viele Spieler wieder zurückgeholt. Bin jetzt gespannt, weil League of Runeterra kommt ja jetzt dann auch irgendwann raus, oder? Da gab's da nicht auch schon ein Announcement für die offene Beta. Okay, es funktioniert leider nichts da. Riot! Gute Arbeit, Jungs! Micha grindet nach Gold. Man startet doch schon fast immer in Gold. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wenn du aktuell deine 10... Wenn du jetzt Goldspieler warst, also letzte Season, und dann deine 10 Placements gemacht hast, startest du, glaube ich, in Silber oder Bronze, wenn ich mich nicht... Also habe ich zumindest von vielen gehört, von meinen Zuschauern, bei neutralen Ergebnissen. Du wurdest schon tiefer gesetzt. TFT ist halt wesentlich... Und das hat so viele Spieler wieder zurückgeholt, TFT. Das war ein Geniestreich. Also auch wenn es jetzt vielleicht aktuell nicht mehr ganz so beliebt ist, ich glaube schon, dass es immer noch sehr viele regelmäßige Spieler gibt. Und ansonsten, das hat es so viele Leute wieder zurückgeholt. Und ich glaube, League of Runeterra könnte in dieselbe Sparte gehen. Am 24.01. kommt die Open Beta für League of Runeterra. Da müssen wir wahrscheinlich einen Tag auch mal League of Runeterra Nerdstream machen. Und mal richtig, richtig reinfahren. Ich mache dir dafür mal einen Flammkuchen selber on-stream. Irgendwann schaffe ich es mal, mit Mori einen Flammkuchen zu kochen. Aber wenn ich alleine probiere, was zu kochen, dann brennt bei mir die Küche. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ne? Ich glaube, da fackelt die Küche ein bisschen ab. Einmal die Fs bitte in den Chat. So, aber jetzt müssen wir uns konzentrieren hier. Was spielen wir denn? Haben wir Victor heute schon gespielt? Nee, gell? Ich habe Lust auf den guten alten Victor hier. Warum nicht spielen die nicht Kiana, die Gegner? Da habe ich immer Probleme mit als Victor. Seit wann kochst du denn Flammkuchen? Ist das eine neue Methode vom Meister entwickelt? Ja, du also in der Theorie sind so Flammkuchen zu machen, ist echt nicht schwer, ne? Also in der Theorie, in der Praxis leider schon. Wenn du zwei linke, also wenn du... Ich bin halt ein ziemlich einarmiger Flammkuchenbäcker. Ich bin Hotelfachmann und muss diese Dinger ziemlich oft backen. Sag mal, was kostest du denn so als professionell... Also ich habe eine Position als professioneller Flammkuchenbäcker bei mir frei, muss ich sagen. Okay, wir spielen gegen Shindig. Es ist... Ich weiß nicht warum, aber irgendwas hat Riot besser gemacht die Season. Wir kriegen nur insane Lobbys die ganze Zeit. Ich hatte selten so Spaß an League. Das ist absolut insane. So, was haben wir? Wir haben eine AP-Shivana. Das ist nicht so insane. Aber die kann... Also, wenn du scalen darfst und gegen den solltest du scalen dürfen, ne? Gegen Nocturne sollten wir Q-Start machen, oder? Mein Face Rush bringt uns jetzt nicht so zwingend viel auf der Lane selbst. Da sollten wir wahrscheinlich Ari nehmen. Wir werden die Weisheit Next Week gezogen. Na, normalerweise ist das, also das kann sehr unangenehm sein halt. Ich meine, das muss gemacht werden und wenn es solide verläuft, dann bist du es relativ schnell wieder los. Ne? Mach dir da nicht so viel Stress. Ich hoffe, es werden nicht alle auf einmal gezogen, weil das kann, glaube ich, relativ übel sein. Wenn dann Blut aus dem Mund spritzt, ne, überall hin, das ist normal, ne, denkt ihr da nichts bei. Ich meine, es kommen immer auch nicht alle raus wieder aus dem Arztzimmer, ne. Aber ja, man muss die Chance nehmen für die Zähne. Man muss die Chance nehmen. Will jetzt auch keine Angst machen oder so, ne? Aber das ist eigentlich die Haupttodesursache aktuell in deiner Altersgruppe. Wie gemein, da ist nicht. Ich meine, das ist echt nicht so schlimm. Es ist echt nicht so schlimm. Das ist eigentlich die Haupttodesursache aktuell. So, okay, wir haben einen Push auf den Lane. Das sollten wir nutzen, um hier ein Ward zu stellen. Die hat er aber schon. Ist so krass, wie sich der heilt mit dem Auto-Attack, ne? Das ist schon krass. Kann ich nicht nehmen, den kann ich auch nicht. Da werde ich eine Menge Last jetzt verlieren. Die stehen leider sehr schlecht. Wir können den hier wegblocken. Ja, das war nicht gut. Aber die konnte man tatsächlich leider konnte man die gar nicht nehmen, die Last jetzt da. Einen hätte ich kriegen können, wenn ich es richtig spiele. Es ist bloß wichtig, dass wir uns gleich nicht cheesen lassen. Na, zurück auf die Lane kommen. Wir nehmen jetzt hier den Pot. Jetzt probieren wir ruhig zu bleiben und noch bis zu unserem Upgrade zu farmen. Er hat gerade Respekt. Er hat... Oh nein. Ich sterbe genauso, dass ich mein Upgrade nicht kriege. Ah, ich hätte die eine Wave noch gebraucht. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass er den Hook trifft da. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er den Hook trifft. Jetzt müssen wir TP, die Wave pushen und dann sofort wieder resetten. Das ist absolut worst case hier. Das könnte aber sehr, sehr gut sein für uns. Hello there. Ein bisschen mit Inaxe, ich brauche aber. Nö. Ein bisschen Farm tät ich auch taken. Wahrscheinlich nicht. Wie ist denn die Interaktion mit meiner Ulti?
eigentlich. Wenn er Spell shieldet und ich ulti ihn, was passiert dann? Naja, wir können mit der Ulti pushen, aber ich glaube, ich gehe für 2 Laser hier. Deck the Base hier als nächstes. Mitte kein Ulti mehr zur Verfügung. Wir wollten wahrscheinlich die Shen-Ulti auch noch Mitte werfen. Also noch ein Triple Gank oder so machen wahrscheinlich. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Und Fukua. Keiner von euch kennt Fukua. Alles Jungspunde hier im Chat. Ja, ja, der gute alte Glücksdrache, ne? Das waren noch Zeiten. Jetzt witzen wir mal schnell hier wieder in die Mitte, ne? Ne? Sieht nicht gut aus für Kollegen Javier hier in der Mitte. Gegen Victor möchtet ihr nicht behind sein als Melee. Es kommen gleich ganz, ganz böse Dinge auf einen zu. Die Gegner haben Triple Global Ult, fällt mir gerade auf. Da kommen vielleicht auch ganz, ganz böse Dinge auf uns zu. Nevermind, komm mal doch zurück bei dem bösen Ding. Geh noch einmal kurz zurück, holen uns unser nächstes Upgrade. Okay. Na, schnell wieder in die Mitte. Ich will noch kurz durchhalten, bis ich 1850 Gold habe. Ne? Hier noch die nächste pushen. Wenn ich mein nächstes Upgrade habe, kann ich ihn killen. Ich setze mal schnell wieder in die Mitte hier. Oh, ich hätte ein Control-Board kaufen müssen gerade. So, aber jetzt zu dem Zeitpunkt sollten wir die Lane sehr, sehr hart gewinnen können. Also eigentlich gewinnen wir die Lane auch so schon hart. Das Problem ist halt bloß, dass die Gangs uns ab und zu fällen. Ne? Also Botlane findet immer Base, ja. So, jetzt das hier kurz nehmen. Hm. Tatsächlich sollten die sich mal ein bisschen bemühen unten. Was wir sehen wollten. Jetzt können wir als nächstes dafür gehen und da können hier auf den Ward porten, falls sie vorgehen für die Platten. Die machen wahrscheinlich den Drake, oder? Können wir, glaube ich, auch nicht verhindern. Und das Game ist relativ even. Wir müssen nur das Midgame gegen die ganzen Globals überleben. Wir werden hier instant gegankt, wenn wir auf die Lane gehen. Hello there. Krass, dass wir das nicht gewinnen. Aber wir haben um 2 Turrets bekommen in der Zeit. Das war ohne die ganzen Globals sogar, ne? Einfach nicht genug Schaden. Ich meine, ich habe keine Ulti abgehabt. Das ist... Ah, Mist, ey. Soll ich jetzt als nächstes vielleicht lieber Sonjas gehen, gegen den ihre kommen? Sehe ich jetzt, der Pike ist das Hauptproblem für uns, ne? Obwohl der Autofilled ist. Aber unser Support ist 0-3-3 und der gegnerische Support ist in 12 Kills beteiligt. Support ist aktuell eine wahnsinnig starke Rolle, wenn ihr eben das gut und aktiv spielen könnt. Und das kriegt er hier leider viel zu gut hin in dem Game. Oh! So ein... Große Feuerball, Junge! Amazing. Okay, die Kardas Ulti haut schon mal komplett rein, muss ich sagen. Alter, what? Was ist da für ein Schaden von der? Der nimmer normal, der Damage. Wait, der Yasuo ist wunderbar gegen die Sinna gestorben. Das ist auch nicht normal da unten. Okay, ich möchte meine Meinung zu Arpichon-Warner bitte revidieren. Einmal kurz back to base. Dann wir gehen... Ich glaube, wir gehen Dishbane into... Wir gehen Dishbane into Sonjas hier in dem Spiel. Ist das hier kurz mit? Die werden den Turret Mitte wahrscheinlich bekommen, aber ich kann halt nicht mehr halten. Ohne Mana. Ui, 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 da war ein dicker Laser. Was hat mich da getroffen die ganze Zeit? Holy shit, was hat mich denn da so gekillt? War das der Katus oder was? Okay, die ist auch tot mit ihrem Riesenshutdown. Oh mein Gott. Damn. Ich hatte leider keine Ulti, ne? Leider keine Ulti gehabt. Der Laser war so gut am Anfang, aber der Katus war das, oder? Oder was hat mich da gekillt? Es hat tatsächlich nur ein Q und dann die Ulti von ihm. Wir sollten die aber ziemlich hart outskillen, oder? Es ist halt jetzt bloß gerade ein bisschen eklig wegen den ganzen Globals, die die haben. Jetzt hat keine Feuerbälle mehr. Das ist die Shyvana, die macht komplett Solo hier. Na, den ist die wichtige Frage. Genau aus, ne? Das ist Huge Firms jetzt. Wir sollten für den nächsten Mountain Drake spielen hier. Schön 1200 Damage von meiner Ulti, ne? Wie fühlt sich das an, Kollege?
Das klatscht nämlich ziemlich rein. Gott, Sonja, es ist so gut hier für uns. Let's go. Ich hätte es aber selber schon besser spielen können, glaube ich. Ich glaube, ich hätte die, wenn ich noch ein bisschen mehr in der Combo mache, also wenn ich schneller Combo, ja, dann kriege ich, glaube ich, noch mindestens einen Spell mehr auf die Senna raus. So, wir sollten jetzt schauen, dass wir den Drake hier bekommen. Den Ash meine ich. Und danach sollten wir den Drake bekommen. Und jetzt sollten wir als nächstes zum Drake gehen. No. Okay, wir haben gewonnen. Ja, das war nicht so sauber, das Game. Aber wir gewinnen. Wir haben eine Menge Gangs getankt hier. Das muss auch irgendwas wert sein, Jungs. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Streamer auch noch ein gutes Play gemacht hätte. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich bin live für euch vor Ort. Ich bin praktisch der Reporter so im Telecopter, der die ganze Zeit, also der einfach nur so rausguckt. GG, well played. Heute die Quali und ich spiele immer mit den ganzen Bonobos. Es ist insane, was man gerade für Games kriegt, wirklich. Ein richtiges Träumchen hier. Wir gucken mal, wo wir rausgekommen sind hier am Ende. Wir sind seit 3 Tagen Hardstack Top 20. Weil wir climben zwar in Rängen, aber die anderen climben auch alle. Na gut, Hardstack, ich meine Hardstack Rang Top 20 nehmen wir, glaube ich.